Woran erkennt man eigentlich, dass der Frühling kommt? Ganz einfach, wenn Y-Food wieder Frühlingssorten raushaut. Ich gönne mir jetzt eine runde Portion Strawberry, weil ich muss nämlich umpacken, vorbereiten, die nächsten Abenteuer starten, ich muss die nächste Kulisse bauen. Für was genau, darf ich noch nicht verraten, aber Sorten vom Winter raus und Sorten von Frühling rein. Wenn du Bock hast, sagst, ey, geil, cool, ich freue mich, Frühling war auch mal so meins. So, damals hießen, glaube ich, noch Lassis, lange Rede, gar keinen Sinn. Wenn du Bock hast, erster Link in der Beschreibung, es gibt sie wieder und mit dem Code MALI-YouTube Spaß oder 10% auf deine Bestellung. Ich würde mich freuen, alles kann, nichts muss. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei den Videos, wo ich bei Joey Kelly zu Besuch war. Also, let's go. Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen auf dem Buddy-Kanal. Ich bin heute zu Gast bei Joey Kelly. Wir haben uns bei Seven Wars Wild kennengelernt und lieben gelernt. Er hat sich für mich sehr geaufopfert. Ich mag ihn sehr. Ich habe ihn als Mensch kennengelernt, auch hinter den Kameras und muss echt sagen, dufter Typ. Und heute darf ich ihn quasi besuchen. Hier hinter mir ist quasi sein Reich. Und man hat mir gesagt, wir suchen ihn jetzt, dann begleiten wir ihn quasi und ich darf ihn den Hof angucken. Es werden irgendwelche Sachen gemacht. Was genau, weiß ich nicht. Max ist hinter der Kamera, Johannes ist auch mit dabei. Ich würde sagen, wir starten einfach rein und dann gucken wir mal, was passiert. Let's go. Ja, komm, mach mal hier mal die Joey! Komm raus! Ja, guck mal, da hinten sehe ich doch schon. Joey! Party. Wie geht's dir? Gut. Gut? Ja. Hast du gesagt, also hier oben hast du echt ein schönes Fleckchen Erde. Ich habe jetzt noch nicht viel gesehen. Du willst mir heute zeigen, was dich hier quasi hält, was hier so, was so gibt. Was ist das da? Joey, was ist das da? Wo? Oben? Was ist das? Das da, diese zwei Kräne oder was? Was ist das? Genau, das ist ein Hochseil. Requisite. Requisite? Was Requisite? Warum brauchst du eine Hochseilrequisite? Weil ich, kennst du noch Stars in der Manege? Das ist so ein ja, klar, natürlich, klar. Genau. Und da habe ich dreimal mitgemacht. Früher in, das gibt's ja schon seit... Du willst mir nicht erzählen, dass du zum Trainieren dir einen eigenen Hochseilgarten gebaut hast? Natürlich. Ja. Wenn noch mal einer da draußen erzählt, ich wäre geisteskrank, der soll mal Joey fragen. Also sorry, ey. Und ich habe einen halben, dreiviertel Jahr trainiert oben. Auf dieses Seil. Und dann hier so dieses... Ja, ja, klar, natürlich. Kannst du das? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, mein Martin, ja. Mein Partner, ne? Ja. Freddy Nock heißt der. Ja. Aus der Schweiz. Ja. Der, das ist einer von den wahrscheinlich 5 besten Hochseilartisten der Welt. Also, ja. Du kriegst einen zugestellt. Mit ihm macht man Parcours. Das Ganze ist 2007, also 15 Jahre her. Okay, gut. Da war ich jünger und stärker. Da warst du so alt wie ich. Ne? Da war ich in Form. Ne? Okay. Okay. Das heißt, der ganze Parcours 9 Minuten lief. Der ganze, sag ich mal, die ganzen Tricks. Letzte Trick, Freddy Nock, er wiegt 72 Kilo, ja. Er ist schlank. Ja. Er steigt auf mich drauf, ja. Ne? Die Stange wiegt 20 Kilo und dann einmal rüberlaufen. Ne? Was machst du jetzt damit? Kann man da quasi trainieren, wenn du jetzt sagst, okay? Kann man, ja. Man kann rüberlaufen. Aber ich kann ja nicht mal auf einer Slackline laufen. Wie soll ich denn da auf so einem Hochseilgarten? Ist das Seil gespannt? Ja. Oder hängt das durch? Nein, das ist total gespannt. Du kannst aber nicht auf 11,5 Meter anfangen. Das ist, da kriegst du riesen Panik. Ja. Du kannst man fängt auf 10 Zentimeter, 20 Zentimeter. Und irgendwann auf 1 Meter. Und irgendwann ist die Höhe auch scheißegal. Ja. Ne? Ich wäre jetzt mal 24 Stunden auf diesem Hochseilgarten rumgelaufen. Warum? 24 Stunden am Stück. Du? Ja, es ist so. ist das random? Du rennst da einfach 24 Stunden auf dem Ding rum, warum? Also als Training? Nein. Oder einfach so für ein Video? Nein. 24 Stunden überleben auf dem Hochseil. Es ist so. Ich mache seit 19 Jahren jedes Jahr so ein Gimmick. So ein 24 Stunden Spendengeschichte. Ach so, okay. Für einen guten Zweck. Richtig. Ja. Und die ersten 10 Jahre war das so, das waren 24 Stunden immer irgendwas. Ja. Da hat man sich was ausgedacht. Ja. Zu der Zeit hatte ich die Stars in der Manege Vorbereitung, bla bla bla. Ah, okay. Nee. Ach, dann passt das halt gut thematisch. Und dann hat es gepasst. Ah, geil. Und dann machst du 24 Stunden hin und zurück. Ne? Bist aber gesichert, ne? Also es kann nichts passieren. Wenn du fällst, ein Meter. Ja, aber trotzdem, ne? Lauf mal. Du kannst einfach nur mal so als Beispiel. Ihr könnt ja mal versuchen, 24 Stunden einfach nur hin und her zu laufen. Ob er das hinbekommt. Ich sag mal so, ein Mammutmarsch, ne? 24 Stunden ist ja auch nur geradeaus laufen. Du hängst auch immer auf dem Hochseil. Oh, hier ist schön warm. Mag ich. Schön. Ich habe das Essen bestellt, geholt. Heute Morgen. Guck mal hier, guck mal hier. Richtig, die habe ich schon für dich heute Morgen bei dir rausgeholt. Oh, hör auf, pass auf. Alle unterschrieben. Das ist alles für dich? Das für mich? Alles für dich.
Ne? Also, von 1982 drei Platten, die noch damals in die 80er Jahre produziert, aber immer noch 19. Vom Lager. Wow. Die kannst du bei Ewe für 50 Euro mindestens. Ich schwör's dir. Der ist von 98. Ach, geil, ey. Nee, nee, 89. Hier, als die Mauer fiel in Berlin. Geil. Der ist von 90 oder 91. Lass dich mal überlegen. Also ich, mein Bezug zu den Kent Family war damals der Hype von den Mädels bei mir in der Klasse. Ich bin 83er Baujahr. Ihr wart komplett in meiner Zeit dabei. Also ich, man konnte an euch nicht vorbei, ohne halt groß zu werden. Mein persönlicher Bezug zu der Kent Family ist I Can't Help Myself von deinem Bruder. Ja. Und das war auch das einzige, was ich auf Gitarre spielen konnte und an jedem Lagerfeuer geschmettert hat. Das war immer gut. Bei den Mädels, ja. Das wollte ich jetzt noch nicht sagen, aber das kam immer gut an. Also. Okay, das ist hier unser Erfolgsalbum Over the Hump. Ja, gut, okay? Jeder. Geil. Und der ist noch original verpackt von 94. Ne? Geil! Ey, das sind, also CDs ist ja auch so, es gibt ja keine Medien mehr. Das ist wirklich eine Wertanlage, ne? Das ist eine Wertanlage. Alter. Martin, ich schwör's dir, es ist so, guck mal, normalerweise hat man früher Hardcover, ne? Ich weiß. Das kenne ich auch nur von McDonald's damals. Gab es so Ostpro-Musik und dann waren diese Inlays so aus Pappe. Genau, das waren die ersten, sag mal, so Bio-Versuche. Ja. Das heißt ja. So, man will auf Umwelt machen und aus Papier. Ja. Und keiner wollte die haben. Ja. Na, weil die halt auch, wenn du die ins CD-Regal gepackt hast, war. Genau so ist es. Hat nicht gepasst. So. Der hat nicht gut gepasst. Ja, das fanden die Leute scheiße. Und deswegen haben wir nur eine Auflage gemacht. Geil. Mittlerweile, die Fans, ne, die feiern diese CD bei Ewe auch 40 Euro. Hier hast du für deine ganze Leute 8 Stück. Geil. Die kosten bei Ewe nichts. Das ist eine Weihnachts-CD. Da kannst du im Flohmarkt die hinterhergeschmissen bekommen. Es gibt noch Kassetten. Der ist von 90, original. Ne? Und die funktionieren noch. Also die sind über 30 Jahre alt, die hier. Die sind nicht ganz so alt. Hast du noch einen Kassettenspieler? Also ich habe eins, ja. Hast du noch einen Walkman? Walkman nicht, nein. Boah, das wäre auch noch das wär ein was, ne? Walkman hier, klar. Und hier. Geil. Da warst du früher. Da warst du nicht nur King. Früher, du bist heute noch der King, glaube ich. Bist du in der Hipster-Szene, aber ein richtiger Geil. Guter. Geil. Und die zwei Bücher sind für dich. Eine ist für dich beschriftet, für Martin. Wo hast du das reingeschrieben? Zeig mal. Ich glaube hier oben. Ich weiß, ne, das ist nur so unterschrieben. Und hier Martin. Ne, oh. Kelly, ne? Da hast du einen Mann sehr glücklich gemacht. Oh ja. Und nicht nur mich. Ich habe da draußen auch, also ich habe ganz viele, die auch gesagt haben, Martin, wenn du mit Joey zu tun hast, bring mal bitte was mit. Und ja, wir haben uns eben. Und sogar. Und du kennst auch alle E-Mail-Preise jetzt schon. Ja, eben. Also wenn ihr Interesse habt, nee, ist Quatsch. Also von dem Teufel nicht. Geil. Das ist für dich. Oh, vielen Dank. Alles unterschrieben, alles fertig. Ja. Die Kiste ist auch von damals. Ja, wie heißt die? Essen. Ja. Ja, ich habe schöne Sachen. Jetzt ist die Kleinigkeit und melden uns dann später zurück. Wir haben uns jetzt gestärkt. Das war übrigens sehr lecker. Also Joey hat sich nicht lumpen lassen, ich hatte sogar ein Stück Käsekuchen. Genau, ich habe hier eine Bäckerei in der Region und wir haben ein paar Brötchen geholt und ein paar Kuchen und was halt immer. Wirklich lecker. Andere Frage, wo sind wir eigentlich überhaupt hier? Was ist das für ein Raum? Genau, das ist jetzt quasi das Hauptraum, wo wir halt hier Aufenthalts haben. Ja. Aber was machst du denn hier? Also Party oder Vorträge oder? Nein, also, Events? Ja, wir machen hier keine, sag ich mal, kommerzielle Events. Du kannst dich hier nicht einbuchen. Okay. Es gibt auch keine Webseite und es gibt hier auch keinen Flyer und kein gar nichts. Das heißt, nutze den Hof halt quasi immer wieder, aber nicht so oft. Nur für Leute, die ich mit zusammenarbeite. Und wenn man hier sieht, mal die Träger, ne? Das ist Stahl. Das war erst so. Ja, das ist für eine Holzfarbe. Es ist Stahl. Hier war früher eine tragende Wand. Ah. 45er. Ja. Ne? Und dann, weil um diesen Raum quasi große kriegen, wenn du nur kleine Räumlichkeiten hast, dann ist es einmal vom Nutzen auch eine kleine Katastrophe. Ich zeig dir mal hier vorne. Hat ein bisschen was von so einem Loch schon. Ich zeig dir mal ganz krass eine Baustelle, wie es halt aussieht, wenn es noch nicht fertig ist, weil das ist jetzt die letzte Einheit. Ja. Wir haben hier drüber insgesamt 3 sind fertig und die vierte, wir fangen jetzt an zu bauen. Okay. Ne? Ja. Und hier hoch ist direkt die Baustelle. Du siehst, der Flur, das muss komplett
Ach du Scheiße. Ey, wenn du das schon anguckst hier, da dreht sich bei mir alle Fingernägel hoch. Oh. Ach du Scheiße. Moin. So. So, jetzt sieht man einen Dachstuhl. Älter könnte er gar nicht sein. Genau, 250 Jahre altes Dachstuhl. Jetzt guck dir mal die Balken. Ich sehe, weißt du, was ist hier? Ich sehe sofort hier die alten Holznägel und so was. Holy Macaroni. Oha, aber stellenweise hast du aber auch schon ordentlich Lochfraß, ne? Ja. Alter. Die drei bin ersetzt. Ja. Weil die halt quasi zerfressen sind. Ja, siehst du. Genau, und du siehst hier oben zum Beispiel, die drei müssen mal ersetzen. Ne? Gezapft und genagelt. Ihr habt keinen Schrauben also damals. Hier, ja, in einem halben, dreiviertel Jahr entsteht eine 45 Quadratmeter Wohnung. Geil. Da vorne kommt dann halt aus Fachwerk gleich wie unten. Wir machen immer gleich einen Stil, alles massiv. Ja. Es wird an keine Qualität gespart. Es gibt keine Strom, keine Wasserleitung, keine Heizungsleitung, die alt ist. Alles komplett Kernsanierung. Ne? Ja, muss hier der Boden kommt erstmal Brandschutzplatten, dann kommt Trittschall, dann kommt Eicheparkett. Ne? Alles massiv. Isolieren, hier kommen insgesamt 6 Fenstern, die dann halt, also Bildungsfenstern, die dann quasi dann halt Licht hier reingeben. Da vorne kommt eine Fachwerkmauer, da vorne ein Flur, ja. Hier kommt Schlafraum und hier ist der Wohnzaun. Und hier ist die Küche. Und hier kommen dann halt die Fenster. Jetzt zeige ich euch, wie das fertig aussieht. Ist das alles in deinem Kopf? Oder wie läuft das bei dir? Ja, das läuft so. Das läuft so. Und ab hier ja. Ist dann halt fertig, dann können wir sehen, wie das aussieht, wie das fertig ist. Holy Macaroni. Alter. Genau. So wird gebaut. Boah, guck dir mal den Fuchsboden an, Junge. Das ist top-notch. Boah, hier kann man sich's gut gehen lassen. Alter, Hose, das ist richtig geil. Alter. Das ist übel geil. Ja, das wäre auch meins. Das gefällt mir sehr gut. Habe ich noch einen Raum? Boah, geil. Genau, und so wird saniert. Wir sind nicht schnell, es dauert lange und es kostet viel Geld, aber es macht einfach geil. Ja, vor allem 100 Jahre. Ja. 100 Jahre Bau. Es wird an nichts gespart. Jedes einzelne, sag ich mal, Kleinigkeit, die am Arsch ist, wird ersetzt. Es wird nichts zugemauert und dahinter ist irgendwie Fusch. Aber du sagtest auch mal, die Balken und so, die hier vor 100 Jahren noch gut sind, die verwendet ihr wieder, ne? So, die sind doch noch da. Genau. Das hier. Das ist Altbestand hier. Das siehst du gut. Da. Und hier. Alt. Trägt ihr die dann? Was macht ihr damit? Neu, was? Trägt ihr die dann? Was macht ihr damit? Wie trägt ihr das? Na, man kann die ja quasi, wie hat man denn dazu? Nicht versiegeln, wäre das andere Wort? Reginieren? Nee, reparieren. So wie bei Dinosaurierknochen macht man das ja auch. Man, damit die quasi nicht weiter vergehen. Nein. Nee. Also wir kriegen die. Ich kann dir drüben das Material zeigen. 2 Jahre getrocknetes Halse, massiv Eiche. Weil wenn die jetzt nicht getrocknet ist, dann hast du hinterher... auf oder zieht sich zusammen. Genau, dann hast du hier Ritzen. Das heißt, alles was alt ist und gut ist, wird erhalten. Solange hier kein Wasser drauf kommt, ne, ist alles gut. Dann passiert nichts. Ne? Es ist Wasser und Sauerstoff, was halt... Genau, solange sie drauf stehen, ist alles gut. Genau, richtig. Ne? Krass. Also die anderen 2 Wohnungen hier drunter, die sind genau im gleichen Stil. Gleiches Parkett, gleiche Fachwerk. Siehst du, hier so bauen wir die Toiletten. Ne? Massiv, Backstein, zack, Eiche, alles genau eine Handschrift. Die Wohnung dahinter, die jetzt noch nicht fertig ist, die ja gemacht wird, man hat die Möglichkeit, also jede Wohnung hat auch eigene Wasser- und Stromzähler, dass ja keine Diskussion ist, wer am meisten duscht oder nicht. Ja, verstehe. Und die kleinen Wohnungen hier vorne, die hat dann hinterher mit allen Abzügen von Schrägen, schätze ich mal auf 45 Quadratmeter, die kannst du hinterher, da ist ein Flur und getrennte Türen, die kannst du aber verbinden. Und du sagst einfach, du hast hier oben 75 Quadratmeter plus nochmal 45, ja. Dann hast du 125, 130 Quadratmeter, dann hast du eine tolle, schöne, große Dachwohnung. Ne? Ja. Aber du brauchst auch, und das darf man nicht vergessen, du brauchst auch Leute, die es können. Und Leute, denen du vertrauen kannst, weil wir wissen beide auf dem Bau, das was du vorhin schon kurz angedeutet hast. Ja, mach mal ja was drüber, sieht doch keiner. Ja, und dann 3 Jahre später gammelst du dir aus der Ecke raus. Ist so.
So, das ist halt genau dieser Punkt. Du brauchst nicht anfangen mit irgendwelchen Leuten, ja, die keinen Bock haben. Also ich habe insgesamt 4 Jungs, die halt bauen. Ne? Main ist 2, Tomek und Leo. Und dann gibt es noch Eppo und den Herr Rohl. Und es gibt keinen Druck, es gibt keine Stunden, die gezählt werden. Ich sage dir immer, mach langsam und mach gut. Ja. Das heißt, es ist alles auf Vertrauen. Ja. Du siehst, du bist selber Handwerker, das ist keine Scheißarbeit. Die Bäder machen zum Beispiel auch alle gleich. Alle massiv Granit, alle komplett, alles neu. Also jeder auch Abwasser und auch noch Zuführ, ist alles komplett. Musst du auch machen. Ne? Musst du. Es bringt ja nichts, sag ich mal, eine halbe Leitung. Nein, die Fehlerquelle, die scheißt ja immer aufs Dach. Ist so. So. Geil.